Aber das war nicht korrekt. Das ist zu niedrig für Nemov. Silvio, sag was dazu. Ja, das, also... Das ist eine Fehlentscheidung. Das ist eine Fehlentscheidung. Ich gönn's ihm, aber ja, sportlich gesehen... Keine Frage. Bedenklich. Ja, bedenklich. Manchmal könnte man aus der Haut fahren, ehrlich. Manchmal könnte man aus der Haut fahren. Was tun sie alles, um die Kampfrichter zu guten Wertungen zu verführen? Ja, verführen. Dounev. Sechs Flugteile in der Verbindung. Aber er kann auch die klassischen Teile, das hat man gesehen. Der Abgang war immer bei ihm das Problem. Dieses Mal ist es nicht das Problem des Bulgaren Krasimir Dounev. Ein hochstehendes Rechtsfinale. Das waren zwei Paukenschläge. Ja, der eine Paukenschlag wurde nicht als solcher erkannt. Oder wollte als solcher nicht erkannt werden, wie auch immer. Wie das im Kunstturnen so zugeht hinter den Kulissen. Andreas Weckers Leistung wollen wir und will ich nicht schmälern. Ganz und gar nicht. Aber das ärgert mich, diese Wertung von Alexei Nemov. Man hätte sie wenigstens gleich machen können. Wenigstens das. Wenigstens das. Dann wäre es nicht so aufgefallen, dass man... Was ich jetzt alles denke, ich will es gar nicht aussprechen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was bekommt Dounev? 9825. 9825.